Hallo und herzlich willkommen zu InnoLens. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Zwei elementar wichtige Fragen habe ich. Ich befinde mich aktuell im Pausenmodus. A. Warum höre ich Stimmen? Und B. Warum bewegen sich diese beiden Objekte? Das ist eigentlich ein Objekt, aber warum bewegt sich das? Alles andere ist im Stillstand, nur dieses Objekt, also beziehungsweise diese beiden, das ist ja wie gesagt ein Objekt, bewegt sich. Da komme ich voll nicht drauf klar. Das ist, glaube ich, auch bei Planet Zoo, wenn du im Pausenmodus bist, tropft trotzdem weiterhin der Regen. Ich weiß nicht. Also wenn im Pausenmodus, dann richtig. Und heute werden wir auch noch richtig was bauen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir relativ wenig Platz haben. Heißt, ich vermute mal, dass wir hier keine Halle mehr hinbekommen. Okay, die bekommen wir da hin. Okay, sensationell. Aber die nicht. So, jetzt ist ja die Frage der Fragen. Die haben beide Attraktivität von 10. Ist das dann Latte? Ja, guck mal, die bekommen wir auch nicht dahin. Okay. Das heißt, die bekommen wir dahin und die auch. Also die ersten drei. Die ersten drei, weil die hat zur Seite. Ja, okay, wenn ich jetzt keine Designhallen dahin machen würde, würde die natürlich auch passen. Aber ich sag mal, die ersten drei passen auf jeden Fall hier hin. Okay, und die müssen wir auch noch drehen, das stimmt. Die müssen wir neu platzieren. Das wird aber relativ simpel werden, weil die drehe ich einfach nur so. Problem wird sein, die Designhalle. Also deswegen hatten wir die in der Vergangenheit auch so gedreht, dass wir die nach da zeigen lassen. Dann können wir nämlich hier die Designerhallen machen. Und dann, ach, mit Stadtthema, ne? Ja, mit Stadtthema, das ist ja auch noch interessant. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwie einen Blub? Ich wollte gar nicht in diese Halle reingehen. Okay, ist eine wunderschöne Halle, super sensationell. Also da laufen auch meine Mitarbeiter, senden. Okay, nee. Ich wollte gucken, ob wir hier ein Stadtthema haben als Blueprint. Wenn das Spiel mal lädt, das braucht ja ein bisschen und das dauert immer noch und dauert noch und dauert noch. Hat sich ein Beispiel am Planet Coaster und Planet Zoo genommen. Okay, da sind wir. So, Blueprints. Nein. Kann ich mit entfernen eigentlich? Nein, kann ich auch nicht. Okay, confirm. So, was haben wir denn noch? Dekorationshallenmäßiges. Wir hätten diese, aber ich glaube, die hat drei Ausgänge, vier Ausgänge sogar. Die hat okay, die hat weniger. Blueprints? Nein, die können wir auch nicht platzieren. Okay, das wird jetzt... Wie gesagt, also da würde ich sagen, ne, also das würde ich zum Beispiel richtig feiern, wenn da stehen würde, du kannst, warte, hier? Blueprints? Nein. Du kannst hier dieses und dieses Thema verwenden, oder diesen Blueprint. Das wäre natürlich sensationell, das wäre sehr, sehr hilfreich. Was haben wir denn hier? Also statt Thema Blueprints? Nein. Das ist natürlich jetzt problematisch. Also suchen wir. Hatten wir das in der letzten Folge schon uns angeguckt? Da bin ich mir jetzt nicht. Das wollte ich gar nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Stadtthema, das wäre zu groß. Gibt es irgendwie ein kleineres? Nee, ne? Das wäre kleiner. Aber ich glaube, hier kriegen wir auch kein Stadtthema hin. Problematisch. Und ich möchte gerne wirklich das beibehalten, dass wir immer eine Dekorationshalle dabei setzen. Vielleicht diese hier? Warte mal, können wir die schon freischalten? 25. Okay, die könnten wir freischalten. Die hätte nämlich links und rechts. Okay, ich habe die jetzt einfach mal freigeschaltet. Wir brauchen ja eh alles, ne? Damit wir 100% hier kriegen. So. Die hat drei Ausgänge. Wieso hat die drei... Oh, warte mal. Kann man die nebeneinander setzen? Oh. Kann man die Blueprints... Nee, kann man eh kein... kann man schon wieder kein Stadtthema machen. Okay, wir gucken noch weiter. Wir schauen. Also, ich gebe nicht auf. Okay, die wäre natürlich auch eine Option, aber die könnte man nicht hier hinsetzen. Das ist problematisch. Die könnte man hier hinsetzen. Blueprints... Sag mal, Stadtthema ist aber rar, ne? Haben wir denn hier andere Blueprints noch? Cowboy. Okay, Cowboy. Oh. Cowboy ist ein bisschen leichter. Snow.
Ja, aber wenn wir Schnee machen, ist glaube ich nochmal... Oh Mann, ich will doch einfach nur eine Dekorationshalle davor setzen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Menno. Setz mal die hier hin. Blueprints. Ja, ist Cowboy. Da kann ich nichts machen. Also wieder verkaufen. Okay, was können wir denn noch platzieren? Wir hätten noch diese... Blueprints. Ich meine, die Dekorationshallen sind schön und gut, ne? Aber gibt's da keine Stadthalle? Oder hatte ich in der letzten Folge schon eine Stadthalle gefunden? Könnte sein, ne? So, Blueprints? Nein. Warte mal, wir können ja mal gucken. Hatten wir denn hier irgendwo schon Stadtthema? Nee, Sci-Fi. Alle verkaufen. So, dann gucken wir nochmal. Was haben wir denn da? Wir hätten diese Blueprints. Piraten. Mhm, die bringt uns auch nicht relativ... wie gesagt, ich würde gerne... Ist halt sehr groß, ne? Gibt es da wirklich keine für Städte? Das ist krass. Ich bin jetzt gerade am gucken. Was könnte noch in Frage kommen für eine Stadt? Das hier. Aber das war, glaube ich, nicht für eine Stadt, oder? Doch. Oh, bestätigen. Oh, können wir noch so eine? Warte. Wir haben da eine Stadt. Mist. Der Ausgang ist ein bisschen schwierig, ne? Weil der Ausgang wäre ja nur hier. Ah, warte mal, dann könnten die aber durch beide Hallen laufen. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Halle. Pass auf. Jetzt, wir brauchen eine Dekorationshalle mit drei Ausgängen für... Ja. Für eine Stadt. Nichts leichter als das, würde ich sagen, ne? Tatsache. Okay, aber... Neu platzieren. So, wir haben hier, guck mal, vier Ausgänge. Ah, jetzt haben wir verbunden. Okay. Wir brauchen jetzt... Gut, da müssen wir ein bisschen über Eck gehen, klar. Dann können wir hier auch nochmal verbinden. Dann haben wir diese Attraktion schon mal integriert. So. Hier passt aber jetzt wahrscheinlich keine Gebäude mehr hin, ne? Nee. Nur hier, ne? Ja... Okay, weil die ist relativ breit. Warte mal. Noch nicht da durchlaufen, bitte. Bitte, Leute, noch nicht da durchlaufen. Ich habe gerade einen Plan. Wäre super, danke. So, die verkaufen wir jetzt. Jetzt setzen wir da eine andere Dekorationshalle hin. Und zwar diese hier. So, dann setzen wir hier einen Weg hin. So. Ne? Dann können wir nämlich jetzt hier eine Halle platzieren. Achso, hier brauchen wir noch einen Blueprint. Stimmt ja. Wir brauchen hier bestätigen. So. Jetzt brauchen wir noch... Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall eine Toilette. Ja. Dann brauchen wir ein kleines Reinigungsgebäude. Das setzen wir hier hin. Ja. Passt doch. Und optional können wir die auch noch schräg stellen. Damit wir mehr Platz haben. So, was brauchen wir denn noch so an Attraktionen? Exklusivität. Wir brauchen eine Attraktion mit Exklusivität. Wieso kann ich die hier... Oh, weil wir da zu tief reingehen. Also hat das gar nicht so viel gebracht. Warum gehen die Leute da nicht hin? Leute, Freunde, ihr könnt da hinlaufen. Die Halle ist eröffnet. Warum geht ihr hier nicht hin? Muss ich jetzt tatsächlich den einen Weg noch verbinden? Achso. Moment. Warte. Dann müssen wir diesen Weg auch nochmal wegmachen. Neu platzieren. Genau, und die setzen wir jetzt so hin. Nee, ist ja Blödsinn. Warte, neu platzieren.
Er ist eigentlich auf sie gesprungen, ne? Es bleibt beim gleichen. Warte mal. Dann platzieren wir die Halle neu. Die setzen wir hier hinten hin. Dann entfernen wir diese Hallen. Die platzieren wir neu. Und zwar so. Dann brauchen wir hier natürlich einen Weg, der verbunden wird. Und so, jetzt ist verbunden, oder? Jetzt lauft ihr da rein, oder? Leute, ich habe da extra für euch eine exklusive Halle hingerichtet, ne? So, warte, warte, warte. Wir können hier natürlich... Ah, die laufen nicht dahin, siehst du? So, neu platzieren. Die setzen wir dann... Okay, die müssen wir dann hier theoretisch hinsetzen, ne? Und dann brauchen wir hier noch... Brauchen wir hier einen Weg? Na ja, warum nicht? So. Dann können die sich aussuchen, welche Halle die gehen. Jetzt haben wir überall immer dieselben Eingangshallen, ne? Das haben wir jetzt hier auch praktiziert, ne? Reinigungsgebäude. Pass auf. Toilette ziehen wir mal ab. Die setzen wir nämlich hier unten jetzt am besten hin. Ja, im Link. Warte. Die können wir aber auch hier hinsetzen, die Toilette. So, Exklusivität. Ja, Moment, Moment. Das bringt ja Exklusivität, ne? Das war ja noch nicht mit einbezogen. So, was brauchen wir hier? Hier brauchen wir auf jeden Fall noch einiges. Da brauchen wir definitiv noch einiges. Wir haben 37 Forschungspunkte. Das heißt, wir können schon wieder was forschen. Was bringt mir was? Wenn ich jetzt sage, hier... Besuchermeilenstein haben wir ja bereits erreicht. Also da brauche ich nicht mehr hin. Hier, das haben wir schon komplett. Das haben wir komplettiert. Dann hätten wir theoretisch noch... Kleines Restaurant. Jo. Und Bedürfnislevel, okay. Wieso kann ich das nicht anloggen? Ach, das ist schon angeloggt, ne? Das ist kostenlos? Oh, manche Sachen sind kostenlos. Ja, gut zu wissen. Also, was haben wir denn noch? Wir hätten hier zum Beispiel... 50. Ey, sag mal, kann ich eigentlich mittlerweile wieder mehr Forschungsgebäude hinsetzen? Nee, Limit erreicht. Kaufe mehr Landfläche. So, jetzt meine Frage. Kann ich noch mehr Landfläche kaufen? Nö, 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 nö. Also Parkfläche ist maximal oder Landfläche ist maximal erreicht. Hm. Was könnte man noch machen? Wir könnten theoretisch noch so eine bauen. Die könnte man hier hinsetzen, ne? Da hätten wir haben 29 Forschungspunkte schon wieder. So, die setze ich jetzt einfach mal hier hin. Wir brauchen eine Attraktion mit allem. So ein Arounder. Okay, da gucken wir mal. Warte mal, was haben wir denn noch? Attraktivitätslevel 630. Okay, pass auf. Wir gucken mal Blueprints. Was haben wir denn da? Ich finde Snow cool. 505. Okay. So, Halle betreten. Und da braucht man natürlich auch wieder eine Attraktion, die jetzt zum Wikinger-Thema passt. Und da hätten wir jetzt... Was hätten wir denn da? Also, da wären wir Exklusivität. Ja, die teure, ne? Okay, ich setze jetzt einfach mal die teure dahin, weil die irgendwie fast alles hat. Außerdem ist teuer besser. Also, ne, setze mal die jetzt einfach mal dahin. Und es dauert ein bisschen, bis das Spiel geladen hat, weil das sehr viele Texturen sind. Also, so, jetzt brauchen wir einen Wikinger-Bereich. Okay, wenn wir das jetzt so platzieren und dann Blueprints, Wikinger-Bereich. Ist zu groß. Wir brauchen da einen kleinen Wikinger-Bereich. Das wäre zum Beispiel hier. Blueprints, Wikinger. Guck mal, ist sogar mit Snow. Sehr schön.
Da ich mir jetzt natürlich wieder gemerkt habe, welche das war diese. Ja, genau die habe ich mir gemerkt. So, dann braucht man natürlich hier nochmal einen Weg. Ja. Guck mal hier, wie sieht denn Toiletten aus? Toiletten, okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Toiletten. Eingangsbereich, oh, wir können die Preise höher setzen, sehr schön. Dann brauchen wir neue Wartungsgebäude, Toilette groß. Wir platzieren jetzt einfach mal Toilette groß und kleines Reinigungsgebäude, genau. So, was braucht man noch? Ambiente und Geschmack wird rot. Geschmack. Wir brauchen ein Restaurant in Geschmack rot. Geschmack. Dann würde ich das nehmen, ne? Italienisches Essen. Okay, das verkaufen wir kurz. Dann setzen wir hier einmal italienisches Essen hin. Und direkt daneben eine Toilette. Achso, genau, die waren hier. Kleines Reinigungsgebäude, Toilette. Warte mal, brauchen wir wieder Exklusivität? Oder Qualität, eher gesagt? Qualität ist am niedrigsten, ne? Heißt, wir setzen hier auch nochmal... Ne? Andenken, Schrägheit, Auswahl, Qualität hier. So, und dann setzen wir hier noch einen Lagerraum hin. So. Wie sieht das aus? Exklusivität. Wir brauchen eine Attraktion mit Exklusivität. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was sollen wir denn da noch hinsetzen? Wir haben doch schon fast alles erreicht, ne? Was haben wir jetzt aktuell? 44 Forschungspunkte. Ambiente, Geschmack, Speisekarte ist vorhanden. Wir hätten... Attraktivität müssten wir noch ein bisschen pushen, ne? Okay, die haben beides 50. Hier haben wir schon alles erreicht. Ich glaube, damit kriegen wir Bedürfnislevel ein bisschen höher, ne? Aber wir haben noch nicht 75 Forschungspunkte. So, machen wir veganes Essen. Veganes Essen. Was haben wir denn da? Vegan. Das können wir gar nicht hier hinsetzen. Könnten wir hier theoretisch hinsetzen. So, setze ich jetzt erstmal dahin. Was haben wir noch? Guck mal da. Schrägheit. Schrägheit. Oh, ist vegan in Schrägheit? Ist vegan in Schrägheit? Warte mal, da müssen wir mal ganz kurz testen. Vegan. Da fällt gar nichts in Schrägheit, ne? Ah, Geschäfte ist in Schrägheit. Andenken. Andenken. Schrägheit. Gut, wir haben Toiletten. Wir brauchen auf jeden Fall noch Toiletten. Wir brauchen auf jeden Fall noch Toiletten. Toiletten, 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 Toiletten haben wir. Oh, warte mal, dann nehmen wir eine große Toilette. Große Toilette. Ja, die könnte man hier hinsetzen. Oder einfach hier. So, dann hätten wir auf jeden Fall Toiletten schon mal wieder 25 Plätze. Not bad. So, 900, 700, 700, 400. Ja, Fahrgeschäfte brauchen wir auf jeden Fall noch, ne? Könnte man hier theoretisch... gut, das passt nicht. Würde auch nicht passen. Da müsste man das hier... Italienisches Essen müsste man ein bisschen wegsetzen. Man hat ja auch zu wenig Platz irgendwie, ne? Also irgendwie haben wir zu wenig Platz. Was haben wir hier? Weitere Attraktivität für 330. Attraktivität. Was hätten wir dann freigeschaltet? Das haben wir schon alles. Das haben wir auch schon alles. Kann ich gar nicht gucken. Achso, hier. Ich war im falschen Menü. So, hier haben wir alles freigeschaltet.
Hier hätten wir... Ja gut. Ja, da brauchen wir eigentlich nichts von, ne? Weil Besuchermeilenstein haben wir ja schon komplett erreicht. Bedürfnis Level 9. Gut, das ist super Zeit. Da muss man halt nur ein bisschen warten. Bedürfnis Level 9, Bedürfnis Level 9. Und das wäre Bedürfnis Level 10. Es gibt auch nur maximal Bedürfnis Level 10. Ey, wir sind im grünen Bereich. Zum allerersten Mal sind wir im grünen Bereich. Freunde. Pass auf, dann platzieren wir nochmal ein Geschäft. Ein großes. Weiß nicht wo, ne? Belegte Brötchen. Oh, belegte Brötchen. Was kann das denn? Das ist von allem was. Aber hier, belegte Brötchen. Könnte man hier hinsetzen, ne? Ne, warte. Neu platzieren. Hier. Weil, dann können wir nämlich hier einen Weg hinsetzen. Schub, schub. Schub, schub. Und dann könnten wir hier eventuell... Warte mal, Reinigungsgebäude. Könnten wir hier eventuell nochmal... Lagerraum hinsetzen. Weil der ist ja für alle dann da. Schön in die Mitte. Jo. Oder wir setzen das hier hin. Platzieren hier den Weg hoch. Dann haben wir hier einen Doppelweg und hier ein bisschen. Sieht ein bisschen besser aus, ne? Hm. Ja, lass mal lieber so. Hier können wir eventuell nochmal so ein Zweier-Ding hinsetzen. Salate. Milchshakes. Ja, Milchshakes sehe ich auf jeden Fall. Milchshakes gehen immer. So. Wir sind zum allerersten Mal im grünen Bereich. Sehr, sehr gut. 32. Okay. Schade, dass wir nicht uns erweitern können. Hier könnten wir eventuell nochmal ein Park... Ach, Quatsch. Ein Attraktionsgelände hinsetzen. Hier. Und eventuell hier nochmal eins. Dass wir das hier abreißen und dann woanders hinsetzen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Hier hinten geht nicht. Da haben wir unser Forschungslabor. Das könnte man theoretisch hochziehen. Ja. Undockt. Okay. Das ist 50 Forschungspunkte, so teuer. Okay, die kosten 10. Wenn, dann würde ich sagen, nehmen wir erst das hier, ne? Weil das haben wir jetzt bald freigeschaltet, Bedürfnislevel, nächstes Bedürfnislevel. Und dann würde ich sagen, weißt du was, in der nächsten Folge schalten wir dann frei. Und dann gucken wir mal, wie viel wir noch freischalten können. Also ich würde gerne alles freischalten. Aber wir sind zum ersten Mal im grünen Bereich, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.